Yo, willkommen zurück zu Thrawn's Revenge. Ich bin mittlerweile leicht verunsichert, ob man das überhaupt so noch so nennen kann, weil der Gute hat ja hier vor einigen galaktischen Karten schon ins Weltraumgras gebissen. So, na jedenfalls ist die letzte galaktische Karte mit der Eridu Authority endlich mal zu einem Ende gekommen. Yay! Und nachdem ich das komplett und ohne jegliche Probleme geschafft habe. So, geht's jetzt auch weiter mit dem nächsten Szenario. Und zwar, wie versprochen, der Reunification. 11 bis 12 Jahre nach der großen Schlacht bei Yavin 4. Also gar nicht so lang her dann, ne? Also so im Star Wars-Kontext gesehen. Wo denn eigentlich der zweite Todesstern zerstört? War das auch so vier Jahre nach Yavin oder so, ne? Keine Ahnung, so ein bisschen mal nachschauen. Na gut. So, Crimson Empire kommt zu einem Ende, das heißt, ja, die Reunification. Da geht's um diese Admiral Dala. Whoever this is, die kenne ich mal wieder nicht. Aber, ja, mal sehen. So, Description. Breaking her long isolation in the Maw, Admiral Dala takes her fleet out to the rest of the galaxy. Hoping to reunite the Empire, Dala's campaign may take the New Republic by a deadly surprise, if they do not stop her in time. Planeten 30, das ist nach wie vor sehr übersichtlich. Playable Factions haben wir die Neue Republik, das Empire, the one and only, die Eridu Authority, den Greater Meldrut, whatever this is. Die oder der oder das, weiß ich nicht. Pentester Alignment ist auch mit dabei, allerdings auf leicht. Und wir starten mit Era 6. Das Ganze habe ich beim letzten Mal schon vorgelesen, aber ich lese es natürlich gerne nochmal vor. So, dann würde ich sagen, wir probieren das Ganze mal mit dem Greater Meldrut. Ich bin mir sicher, dass ich mit denen bisher noch keine Kampagne gezockt habe. Oder... Playable Factions, Seatrick, Hegemony, was war das denn? As Empire Medium, okay. Achso, das heißt wahrscheinlich nur so. Isards Revenge. Achso, das war die Karte, ja, ich erinnere mich. So, Crimson Empire, und dann gehen wir jetzt mit dem Greater Meldrut mal hier in die Schlacht. Recruit AI Default Time. Ne, wir lassen es mal schön auf Captain. Captain, mein Captain. So, Greater Meldrut ist auch richtig. Und damit geht's los. Und ich hoffe, dass ich in der Kampagne mal wieder Schiffe bauen kann. Nicht so wie bei der Crimson Empire Karte, wo das Schiff. Das Schiff. Wo das Spiel einfach mal meinte, so, ja, du darfst jetzt keine Schiffe mehr bauen. Ich so, ja, nice. Aber das war irgendwie ein Fehler mit dem Mod oder mit dem Spielstand oder mit allem. So, wer ist er denn? Der Bäuchige. Der Bauchige. So, Triton Teradoc. Den Namen kenne ich doch. The Emperor is gone, but Meldrut lives. Kash is attempting to hold our Midrim territory. And I let this text verschwind, damit du das nicht mehr lesen kannst. Nice. So, welche Planeten gehören denn mir? Hä? Wo muss ich denn... Quasi die drei hier, oder wie, oder was, oder wer? Gott, was gehört mir? Ey! Achso, die roten, ne? Okay. Ah, da wo Truppen drauf sind. Ach, ich verstehe. Ah, okay. Boah, keine Ahnung. Hab ich die Partei nicht schon mal gespielt? Keine Ahnung. Rivesta? Nee. Also mal in den Skirmish, da bin ich mir sehr sicher. Wer ist er denn? Der nennt mich an irgendwen. An irgendeinen Schauspieler gerade. Fällt mir nicht ein, wer. Ja gut, ja, dadurch, dass wir hier Jabbas Cousin auch mit dabei haben. Haben wir hier. Achso, kann ich alles noch nicht mehr anschauen. Okay, dann kuppeln wir erstmal die Wirtschaft an. Ne? Krempeln schön erstmal die Arme hoch. Und kuppeln die Wirtschaft an und gucken uns gleich mal die Truppen an, die wir bauen können.
erstmal alles schön auf die Wirtschaft. So, the Emperor's gone, but Meldred lives. Couch is attempting, bla 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 bla. And I plan to take advantage of the disorganized forces in the core to establish our dominance. Your faction will achieve victory if and only if all planets are conquered. Conquered. So, irgendwie kommen und kommen wir nicht in die Quere. Gott, der war richtig schlecht. Kommando und kommen wir nicht in die Quere. Ganz genau, ihr kennt die alten Spiele. Beginning construction. Training soldiers. Sturmtruppler, 8000 Credits, ist gar nicht mal so viel. Jetzt allerdings auch schon einiges ausgegeben. Warum sind zwei Planeten hier? Fragte er sich. Und der letzte Planet ist einfach mal hier. Okay. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. So, ich darf allerdings wieder Dinge bauen. Sehr schön. Ach genau, dann haben die diese Crimson Victory to Star Destroyer. Habe ich das Greater Meldred nicht echt vorher schon mal gespielt? Nee, oder? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch wieder cool. So, da muss ich beim nächsten Mal definitiv meine Partei raussuchen, die ich noch nicht gespielt habe. Das sehen wir dann ja. So, wenn es überhaupt noch sowas gibt. Broadside Cruiser. ADZ Petrol Destroyer. Okay. Sieht wieder sehr fragwürdig und seltsam aus. Was ist das denn? Pursuit Light Cruiser. The Pursuit Cruiser is an unconventional vessel supporting a small set of heavy guns. It can use for long-range fire support and laser cannons to defend against enemy strike craft. Nice. Lohnt es, was ist das denn? Interdictor Star Destroyer. Achso, ja, den kenne ich, cool. So, da brauche ich mir keine Sorgen mehr, über einen Masse-Schatten zu machen. Wo wir gerade von Masse reden. Das erinnert mich an den Typen hier. So, und wo kann ich denn... Wo kann ich denn mal hier die dicken Boote bauen? Gar nicht. Nee, lohnt sich wahrscheinlich aber auch gar nicht. Momentan jedenfalls. Was haben die denn für Boote? Guck mal. So, wer ist er denn? Triton Terradoc. Genau, das war der Typ, der gerade zu mir gesprochen hat. Oder geschrieben, je nachdem. So, Crimson Victory to Star Destroyer. Die Crimson Sunrise. Cool. Crimson oder Crimson? Gott, wie sagt man das nochmal? Crimson, ne? Crimson? Ich sag Crimson, Crimson. Keine Ahnung. So. Born on Erkit, Triton Terradoc with his brother Kosh joined the Imperial Navy to live out their boyhood dreams. Excelling at naval theory, both became captains in High Admiral Zinch's Crimson Command, but only Triton would succeed Zinch as High Admiral. After the Endor debacle... Was? Debakel? Nee. Triton offered several Imperial planets protection under Crimson Command, and with their planetary militias added to his fleet from the Midrim Kingdom in the Greater Meldred Sector. Vielen Dank. Gut, dass wir alle die gleiche Nationalnummer haben hier als Empire. Danke. So. Okay, da wird gebaut. Das ist schön. Ich könnte mir auch einen Bounty Hunter mitnehmen. Was hat der nochmal für ein Boot dabei? Period 2 Star Destroyer Lancet. Wow. Das interessiert ja mal keinen. Ach, das ist Kosh. Ah, ja, da fiel der Groschen mal wieder viel zu spät. Ja, die ganze Geldbörse. Okay. Constructing. Das ist der jüngere Bruder? Okay. Sieht aus, als hätten die noch einen dritten Bruder gehabt, den er gefressen hat, aber, ne? Mein Gott, heute ist wieder ein sozialer Tag. Okay. Das waren mal Drillinge. So. Da können wir leider nichts machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Es sind Zwillinge. Ich wollte irgendwas Sinnvolles tun, dann, ne? Hab ich allerdings vergessen, was es war, und jetzt bin ich wieder hier. So. Na egal, baut erstmal Truppen.
Da ist der Mall. Da kommt scheinbar die Dela her oder so. Warum gehört hier unser... Ne, warum gehört hier ein Planet eigentlich uns? Construction complete. Ich beschwere mich jetzt nicht, ne? Also ich bin ja froh, dass er unter unserer Fuchtel hier ist, aber... Hey, was ist das denn? Greater Meldrude Capital. Ach so, das ist unser Haupt... Ah, das ist unser Hauptplanet. Ja, das ist ja mal gar nicht so cool. Okay. Construction complete. Fehlt gerade die Kohle. Recruitment. Kann ich hier noch Schiffe bauen? Lohnt sich das gerade? Ich bin mir nicht ganz sicher. Was ist das denn hier? Das würde ich einfach gerne mal bauen. Aerodrome Authority has conquered Metellus. Doofe Frage. Kommen die gleich mit der Nighthammer angedudelt oder? Gareth Strike Cruiser. So, Lorna representative. Our company has recently developed a new variant of the Strike Cruiser. Its trial run in the Deep Core is already proving successful. And for small investments on our part, we would be glad to mass produce it for your usage. Das hört sich richtig gut an. Research the Gareth Strike Cruiser from your political options menu. So, jetzt alle nochmal zusammen. Ne? Dreimal Gareth Strike Cruiser, bitte. Ne? Gareth Strike Cruiser, bitte das dann auch möglichst falsch aussprechen können. From your political options menu. Nice. Das ist ja mein politisches Optionsmenü. Mm. So, was haben wir denn hier? Wow, das ist auch das. Completing this research option unlocks the Gareth Class Strike Cruiser. Retires the Strike Cruiser. Ernsthaft. Wer ist denn hier retired? Wo ist der Strike Cruiser? Das ist der Strike Cruiser. Wow, direkt First Hit. Dann haben wir noch einen Interdictor Strike Cruiser. Cool. Der wird dann ersetzt durch den anderen. Dann bauen wir den auch einfach mal, allein um den Vergleich zu haben. Und ich, Boah, das ist gerade schon so ein kleines bisschen, dass ich die Geschwindigkeit von den Credits nicht erhöht habe. Denn es dauert immer so unendlich lange! Ah, egal. So, was ist denn mit Onderon? Eigentlich hätte ich ja Kurt. Nice. Wo kann ich denn hier nochmal... Genau, bauen wir einen von denen. Oh, Moment. Nein, das machen wir nicht. Wir machen Folgendes. Wir bauen nämlich einen von den Bounty Huntern, der wird nämlich wahrscheinlich, Ach krass, man kann Dengar sogar bauen. Mit einer fliegenden Kloschüssel. Mendo. Snuva Infantry. Bauen wir nämlich einen von denen und der kann sich hoffentlich nämlich auch unbemerkt von A nach B bewegen, ohne dass wir da irgendwas tun müssen. Oh, da war nicht so eine unwesentliche Flotte. Eine mäßig wesentliche Flotte. Und Bimisari. Ich wollte es nur erwähnt haben. So. Komm, hau mal rein hier. Hau mal rein. Papa braucht einen neuen Planeten. Jetzt fehlen mir 300 Credits. Ja, nice. Dann warten wir halt noch einen Zyklus. Okay. Den Zyklus des Geldes. 2000 soll ich blechen nach wie vor so ein Trade für so ein Trade-Port? Ja, natürlich. Okay, egal. Long story short. Genug gemeckert. Oh, das kann ich den ganzen Tag. Wenn es sein muss. Nakassi. Nakrassi. Oder Naklassi, je nachdem, was passiert. Erpin. Na komm, hau rein. Gib Gandalf den Bounty Hunter. Ah, komm. Easy. Nein, ich habe von allen gestaltet, ob ich Greedo bekomme. Na, nee, Mendo, sorry. Ja, dann bin ich ja zu... Nee, dann ist okay. Ist der Mendo. Mendo. Bounty Hunter, nice. Mendo started off as a Bounty Hunter, starting career path of many male Rodians.
but would rapidly transition into becoming an assassin along with doing espionage jobs because he found them to be far more lucrative for much less effort. Ja, ne? Lohnt sich. Was? The Empire was a frequent employer of Mando, who was often called upon to kill troublesome high-ranking Imperial officials. Hä? Ja gut, ne? Das Empire tut, was das Empire halt tut. Ich meine, die Karriereleiter nach oben zu klettern heißt nicht, dass du dann sagen musst, ja, ne, du gibst dir so viel Mühe, dass du irgendwann anerkannt wirst und so, sondern du räumst einfach deinen nächsten Vorgesetzten aus dem Weg. Und hoppala, da ist dann auf einmal eine Stelle frei und dann, naja, das halte ich auch eher für fragwürdig. So, guck mal, dann wissen wir jetzt genau, was sie da haben. Aha. Guck dir das einmal an. Da. Ja, ist doch hier. Ja, dann habe ich mir schon gedacht hier. So. Und dann baue ich das hier noch kurz. Einfach mal, weil ich kann. Und dann nochmal. Und dann habe ich hoffentlich genug Truppen, um hier mal ordentlich ein. Nein, was ist er denn? Sie denn? Das ist jetzt diese. Nein, das ist die. Star Destroyer reporting in. Ach, der hat nur einen Imperial One Star Destroyer dabei. Ja, läppsch. Tja, Fräulein, heute ist leider nicht dein Tag. Komm, dann nehme ich hier erstmal zusammen. Macht das natürlich taktisch wieder sinnvoll. Boom. Ja, ich bin aber tatsächlich gar nicht mal so. Ja, gut, er da mit seinem fliegenden Schuhkarton. Die hat auf jeden Fall. Also, der oder die hat auf jeden Fall mehr. Ach, scheiß drauf, komm. Hallöchen. Ich habe gehört, dieser Planet möchte zum Imperium, zu den guten Population Furry Bim. Nein, wir haben den Planeten der Furries gefunden. You get from the orbit. Wow, ernsthaft. Den Charakter. Oder den hier. Nein, er hat nur seine Lambda-Sphäre dabei. Ich noch einen Allegiance Battlecruiser. Nice! Den wollte ich haben. Na dann Allegiance mal. We're moving out. Heading in now, sir. Heading out. Move out. All ahead. Star Destroyer standing. Okay. Tatsächlich finde ich das auch gut, dass ich nicht mehr einen Riesenkreuzer habe, sondern. Dass ich da wieder so eine kleine Schiffe wieder steuern kann. Das ist ganz cool, mal so als Abwechslung. Ihr könnt gerne mal eure Weapon Power boosten. Das ist komplett in Ordnung. Ich würde gerne ein Stück nach vorne fliegen. Ah, wenigstens den Legions Battlecruiser dabei haben. So, der fliegt auch immer wahrscheinlich. Können die alle mir? Ja, ne? Ja, nice. Und ich habe auch mal ein paar Jäger dabei. Das kann ich auch mal rufen, damit der. Unser kleine Kopfzeug hier verschwindet. Gladiator, stimmt. Normalerweise von oben bis unten mit irgendwelchen Torpedo oder ja, anderen, ne, in Anführungsstrichen Raketen ausgestattet. Ich weiß nicht, wo wir ja, außer hier, die Jubatus. Jubatus. Hier ist man auf die Ablenkung da, für die ganzen Baits. The Lasers. Die Lasers. Die Schlasers. Wie kommt das im Star Wars Universum eigentlich vor, dass die aus Versehen ihre eigenen Jäger treffen? Gar nicht. Mäßig bis gar nicht. Sehr schön.
Ein Pursuit Light Cruiser habe ich verloren. Wow. Ist echt gar nicht mal so gut. So, und ich hoffe, ich kann. Ja, die ganzen Bodenkämpfe werde ich natürlich unfassbar gerne wieder spielen. Gar nicht mal so viele Truppen, um ehrlich zu sein. Das ist nicht so geil, wie ich dachte. Okay, komm, dann trete ich das mal so ein bisschen auf. Ach cool, hier diese, ne, das sind diese, erst nehmen wir, genau, AT-RT. Rocket Company. Und hier so eine Waffenplattform, die auch schon in den Klonkriegen eingesetzt wurde. Infantry Support Platform Company. Genau, steht da sogar. It was developed in the Clone Wars. Habe ich bestimmt auch schon dreimal vorgelesen, aber naja. Ne? Der Herr ist vergesslich und so. Enlisting Troops. Tja, und dann darf ich hoffentlich Bimisari als mein eigen nennen. In den nächsten paar Sekunden. Mendo darf schon mal weiterfliegen nach Onderon. Ey! Ey! Na komm, na komm. Ihr schafft das, ihr schafft das, ihr schafft das heute noch, den Planeten zu verlassen. Nein! Komm schon! Boah! Okay, danke. First try. Ah, fürchterlich. Destination set. So, Bimisari. Dankeschön, dass ihr auf meinen Planeten aufgepasst habt. Kann er denn mir irgendwelche Prozente geben können? Dann teilen wir die Flotte mal wieder ein kleines bisschen auf, bevor die mir hier alles wieder. Ne? Clown. So, genau, die Starbase. Ups, da ist doch mehr drauf, als ich dachte. Allerdings auch von den Truppen relativ übersichtlich. Pass auf, dann Planänderung. Right away. Das ist nämlich wirklich so übersichtlich, dass ich sage, hey, das könnte man direkt schaffen. Dann haben wir noch einen zweiten Planeten. Oh, Bimisari gibt auch ordentlich Kohle. Sehr schön. Constructing. Ja, so ganz ohne Verteidigung ist auch echt nicht geil. Proceeding. Hä? Es ist ja keiner mehr. Geil. Okay. Pardon. Vielen Dank für den Planeten. Dankeschön. Da machst du nix. Okay, wer ist er denn? Wer ist er denn? Kann ich nicht sehen. Ach komm, wir zocken einmal hier den Mendo. Einfach mal Bodenschlacht aus reiner Höflichkeit. Und Darren. Erinnere mich direkt an Feet. Vor allem erinnere mich daran, dass das Spiel nicht lädt. Das ist sehr uncool. Ja, und deswegen spielst du einfach keine Bodenschlachten. Genau deswegen. Immigrated Human Deveronian. Kenn ich nicht. Twi'lek sagt mir was, Solustan sagt mir was, Bith sagt mir gar nichts. Ja, hier sehen wir schon was. Manchmal. So, was ist das denn? Navy Command Platoon. Cool. Was unterscheiden die sich denn? Moving out. Reinforcements en route. Destination set. So, dann ist die noch mit. Need to eradicate all enemy force. Ja, das kennen wir ja. Reporting. Dann geht mal. Geht ihr mal direkt. Moving out. Dahin. Awaiting order. Ach, diese. Wow, das sind echt ganz schön viele. Hier nimmt mal Punkt 3 ein.
Und ihr hört auf zu pennen und nehmt bitte mal den Punkt hier ein. Achso, ja, der hat einfach wieder keine Lust. Was kann er denn? Assassinate und Personal Clocking Field. Okay, das ist leider ein bisschen mehr als ich dachte. Ja, geil. Ich hätte mir vielleicht dahin sollen. Zu spät. Was er jetzt gerade auch wieder hier tut, außer verwirrt zu sein. Oh, warum muss ich bei den Bodenschlachten eigentlich immer so ein Pech haben? Wir wissen ja einfach, dass ich die nicht mag. Ja, der wird ja einfach auch gegrillt. Ja, läuft heute. Auf jeden Fall. Das läuft mal wieder absolut hervorragend. Ja, gucken wir, ob ich den noch retten kann. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht der Fall ist. Unfavorable. Ja, ja, das ist richtig. Unfailable für den Gegner. Tschüss. Ach, ja, vielleicht ein, zwei Truppen verloren, mein Gott. Ich dachte so, ja, das wäre jetzt echt ein easy Snack. Vor allem, was, der hat doch da gar nichts. Der hat einfach nichts an Basis da, der hat einfach nur, keine Ahnung. Ah, fürchterlich, was haben wir denn hier noch für Einheiten? Was ist das denn überhaupt? Int 4 Interceptor Wing. Okay. Aber Hauptsache warten. Construction complete. Oh, Bimseri gibt's. Genau, Double Income. Das ist schon mal schön. Constructing. So viel Geld kommt da gar nicht rum. New Republic has conquered. Wer ist er denn? Tja, dann brauche ich doch ein paar mehr Truppen. Ach, kommt schon. Einmal schneller bauen. Pella. Multiple Fan und Chips, designed by Fractal Sponge, genau. Und später dann nochmal aktivieren. Muss man allerdings nicht. Ich will noch ein paar Bodentruppen. Ach, die Dinger. Naja, ich brauche eher was, um die dicken Panzer da aus dem Weg zu räumen. Was Nützliches machen. Ich könnte. Ne, da müsste ich Kessel für einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich hier gut durchkomme von dem. Von der Flottenstärke her mal gesehen. Da ist gar nicht mal so viel. Und hier ist auch gar nicht mal Enemy Fleet, das Wort. Nein. Invade sogar. Mist. Tja, dann bin ich Bimiseri wahrscheinlich wieder los. Das ist uncool, aber dann werde ich. Ja, komplett überfordert.
Nice. Okay, gar nicht mal so viel, aber das reicht, um den Planeten wieder wegzunehmen. Heading out. Enemy fleet is about to invade Bemisary. Dann könnt ihr euch mal Kuat schnappen. Ja komm, das nehmen wir nochmal eben mit. Heritage Authority has irgendwie irgendwas. Inbound. Roger that. Ach nice, ich dachte, ja cool. Ich dachte, er fliegt in dem großen... also hier in dem Star Destroyer mit. Das ist nicht der Fall. Don't underestimate this ship from its hull. Head to those coordinates now. Ah, die Synchro ist eher so, naja. In warfare, one must always plan ahead. Das ist eher so halbherzig angesprochen. Don't underestimate this ship from its hull. naja. It's a better work for your sake, Commander. Die Stimme passt gar nicht zu dem. Sorry. Da muss ich erstmal ein bisschen meckern. Es hat besser work for your sake, Commander. Do you have the ambition to serve me? Eher so aus der Not heraus eingesprochen, habe ich das Gefühl. Hammered holes and thick guns will take down anything in our way. Das Gefühl, dass das gar nicht mal so einfach wird. Ja, komm, schau dich jetzt mal den hier an. Leave them scrambling. Gladiator at your command. We are the Empire. I am beyond high-sounding nonsense, directing all fire on the north. Reporting in, sir. Das ist gar nicht mal so gut ausgehen. In warfare, one must always plan ahead. Raise cannons to their hangar base. The launch bay has been taken out. Ah, vor allem, weil der mich so aus dem... Ja, der nimmt mich wahrscheinlich raus. Okay, das sind wir tatsächlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Immobilize the enemy engine. Our engines are gone. We are the Empire. Nee, das sieht nicht gut aus. Ja, das habe ich mir auch mal ein bisschen überlegt. Ich bin einfach nur zu greedy. Don't. Ah, shit. Ja, ich glaube. Ich glaube, das könnte man nochmal neu laden. Das ist gar nicht gut aus.